Dann habe ich dich gefragt, was man eigentlich machen muss, um mitzumachen. Und ich saß in der Sauna und plötzlich hatte ich diese Idee dieser Kriminalhörspiele im Kopf. Wenn du was gut kannst, dann ist es knifflige Fälle lösen. Du musst irgendwie erstmal einen Startschuss machen. Ne? Es kann nie perfekt sein. Ich hatte ja keine Ahnung davon, was man da eigentlich so machen muss. Also habe ich halt quasi ein Community-Mitglied gefragt, was natürlich auch ein Stück weit einordnen kann. Passt das überhaupt in den Stil der Community etc. Ne? Podcasten kann man sehr schnell tun. Das Ganze aber zu einer guten Qualität zu entwickeln, braucht Zeit. Ich habe so viel Spaß daran, das zu machen, dass mein größter Wunsch ist, dass ich mir das quasi im Arbeitsalltag erhalten kann. Ihr hört das Community-Radio von Expedition Arbeit, dem Netzwerk zur Gestaltung der Arbeitswelt. Jeden Montag erscheint dieser Podcast und präsentiert Nachrichten und Meinungen aus der Welt der Arbeit und Zusammenarbeit. Mehr Informationen findet ihr unter expedition-arbeit.de und bei LinkedIn. Und jetzt am Mikrofon Florian Stettler. Hallo, könnt ihr mich hören? Ist da jemand da draußen? So ist das hier, wenn man sendet und Podcasts in die Welt setzt. Da antwortet einfach niemand. Zumindest nicht direkt und unmittelbar. Bei aller Liebe zum Medium Podcast, das wäre doch schön, wenn das möglich wäre. Erinnert sich noch irgendjemand an Clubhouse? Das war eigentlich gar nicht so schlecht damals, in der Corona-Zeit, ne? Live-Audio-Events. Gibt's das noch? Wie auch immer, Feedback ist wichtig und es gibt ja durchaus welches. Zum Beispiel in Form von Zehntausenden von Downloads pro Monat und immer mehr Menschen, die mich auf Einzelsendungen oder das Community-Radio im Allgemeinen ansprechen. Aber es wäre schön, noch mehr von euch zu hören, vielleicht sogar per Audionachrichten, die dann wiederum in Sendungen verarbeitet werden. Traut euch. Schickt mir eure Audios oder schriftlichen Rückmeldungen an florian@expedition-arbeit.de oder via Signal bzw. WhatsApp. Sternchen vergeben, Rezensionen und so, klar, ist das Allerbeste. Aber fürs Marketing, ich möchte auch anders von euch hören. So, und jetzt geht's auch gleich los mit der Story über die Storytellerin Anja Wittenberger alias Detektivin W. Vorher aber noch drei Themen, die ich euch für die Woche und darüber hinaus mitgeben möchte. Vicky Di Gaudio hat im Austausch mit Christina Grubendorfer das Format Kollegiale Fallberatung 2.0 erstellt und sucht jetzt noch konkrete Unterstützung. A. Von ein oder zwei Mitgliedern, die das Format organisieren, vorantreiben, kuratieren und moderieren wollen. Und B. Noch viel wichtiger, dich da draußen, der oder die du einen konkreten Praxisfall hast, bei dem dir eine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen mit Rat und später vielleicht auch mit Tat zur Seite stehen. Meldet euch jetzt bei Friederike Di Gaudio über LinkedIn oder bei der Community-Redaktion über info@expedition-arbeit.de, wenn ihr ein echtes Problem vorstellen und spiegeln wollt. Die erste Sendung ist für das frühe Frühjahr 2024 vorgesehen. Meldet euch aber gerne so schnell wie möglich, damit alles gut geplant und vorbereitet werden kann. Nochmal der Hinweis auf unsere brandneue Kooperation mit dem Projekt Digital School Story. Ich weiß ja, dass viele sich für den Themenbereich Schule, Lernen und Bildung wirklich interessieren. Schaut unbedingt nochmal auf die Webseite des Projekts und wenn ihr selbst Lehrerinnen und Lehrer kennt, teilt die Idee. Konkret bietet DSS ein Lernformat, dessen Ergebnis ein selbstgemachtes Lernnugget im TikTok-Format ist. Rund um diese inzwischen sehr erfolgreiche Idee ist eine Community aus Pädagogen, Eltern, Kreativen und UnterstützerInnen entstanden, die uns, so hofft der Projektpate Wolfgang Pfeiffer und ich, jede Menge gute Impulse zum Thema Zukunft des Lernens geben werden. Ganz praktisch werden wir ab sofort versuchen, immer eine Session von Expedition Arbeit bei allen Online-Barcamps von DSS beizutragen. Wolfgang war letzten Samstag auch schon dabei und kann uns vielleicht mal ein kurzes Audio in Sachen Themenboard schicken. Außerdem sind alle Mitglieder der Digital School Story Community ganz herzlich eingeladen, Bildungsthemen bei Community Events der Expedition einzubringen. Tipp an alle, die noch nicht Mitglied sind und das jetzt hören hier, abonniert den öffentlichen Newsletter, dann bekommt ihr alle 14 Tage die frischesten Termine und verpasst nicht die Veranstaltung in eurer Region oder zu eurem Lieblingsthema.
Apropos Veranstaltungen. Die nächsten Community-Events, die ihr nicht verpassen solltet, finden wie folgt statt. Am Mittwoch, den 29. November, 18 bis 19 Uhr online via Zoom. Der Titel lautet Denkwerkzeugkasten, auf der Suche nach den besten Werkzeugen zur Gestaltung deiner Organisation. Am Tag drauf, am Donnerstag, den 30.11., findet das Expedition Arbeit Meetup in Franken, um genau zu sein, in Fürth bei der Brand Ad AG statt, also am 30.11., 17.30 Uhr bis 21 Uhr. Thema ist hybrides Arbeiten. Und schließlich dann noch am 13.12. Mittwochabends von 18 bis 19.30 Uhr online via Zoom das Community Event Revival 2023, die Weihnachtsfeier für alle Basecamp- und Meetup-teilnehmenden OrganisatorInnen oder die es werden wollen. Seid also auch dabei beim Endspurt der diesjährigen Eventsaison. Die Veranstaltungstermine für das erste Quartal 2024 wollen wir noch vor Weihnachten bekannt geben. Ihr dürft gespannt sein. Und damit sind wir auch schon durch mit den allgemeinen Informationen. Es folgt ein Gespräch mit Anja Wittenberger aus Dresden, die schon immer ein aktives Mitglied unseres Netzwerks war. Mit ihrer nun schon 6 Fälle umfassenden Wertschöpfungskrimiserie, aber selbst etwas auf die Beine gestellt hat, was sie so wohl auch nicht vorher gesehen hat. Wenn ihr euch gefragt habt, warum werden die Leute eigentlich Mitglied, zahlen einen Mitgliedsbeitrag und arbeiten dann auch noch ehrenamtlich in einer Redaktion mit, jetzt gleich erfahrt ihr, wie so etwas sein kann. Hier kommt die Story von Detektivin W. Zum einen eine Radiokolumne, zum anderen ein Lernexperiment, wie es im Buche steht. Expedition Arbeit. Neues aus der Community-Redaktion. Nun, es ist gar nicht so einfach zu erklären, wie das Netzwerk Expedition Arbeit funktioniert. Am besten kann man es wohl beschreiben, indem man die Mitmacherinnen und Mitmacher zu Wort kommen lässt und mit ihnen hinter die Kulissen schaut. Und genau das passiert in dieser Sendung mal etwas ausführlicher. Anja Wittenberger lebt und arbeitet in Dresden. Sie ist ursprünglich Grafikdesignerin und Filmregisseurin, hat nach eigenem Bekunden daher ein Regie-Gen. Angestellt war sie dann 15 Jahre als Organisationsberaterin, vor allem in der IT und im Kontext der Digitalisierung tätig. Heute widmet sie sich selbstständig der Organisationsentwicklung. Anja ist verheiratet und hat einen kleinen Sohn. Was es mit dem Namen Detektivin W. auf sich hat und wie es zum gleichnamigen Hörspielexperiment im Rahmen von Expedition Arbeit kam, das hört ihr jetzt. Und da sind wir jetzt im Podcast-Studio. Wir zwei von Expedition Arbeit. Hallo Anja, herzlich willkommen. Hallo Florian. Sehr schön, dass du da bist. Wo treffe ich dich gerade an? Also virtuell natürlich. Wo bist du gerade? Ich sitze in meinem Homeoffice in Dresden am Schreibtisch. Und guck dem Regen zu, wie er hier auf mein Dach plätschert. Ja, es ist überall ein bisschen grauer geworden, ein bisschen herbstlicher. Wie geht's dir damit so? Machst du deine Stimmung abhängig vom Wetter? Nee, ich versuche, wenn ich eine Stimmung brauche, die irgendwie ein bisschen aktiver, positiver ist, das mit Musik zu tun. Also ich habe vorhin ganz viel Funkmusik gehört und bin entsprechend wohlgelaunt. Ja, sehr schön. Wir wollen heute sprechen über deinen Markennamen sogar, deinen Spitznamen könnte man auch sagen, deine Rolle auch. Und die hast du zusammengefasst unter dem Namen, dem Decknamen, hätte ich fast gesagt, Detektivin W. Ja. Was hat es denn damit auf sich? Na, Detektivin W. ist irgendwie dadurch entstanden, dass ich überlegt habe, was könnte denn so eine eigene Kolumne sein bei Expedition Arbeit? Und witzigerweise ist das quasi die Figur in den Hörspielen geworden. Und erst später, da war glaube ich schon die erste, zweite Folge draußen, ist es auch zu meinem Brand geworden für meine Gründung als Organisationsgestalterin. Also irgendwie hat die Figur so viel stärker ausgestrahlt, dass sie sich durchgesetzt hat. Ja, apropos strahlen. Ich strahle auch, wenn ich sowas höre, ist natürlich herrlich, weil aus einer Initiative der Community, aus dem Community-Radio raus, was entsteht, was ja viel mehr sein kann, vielleicht ein, oder jetzt im Moment ein Teil deiner Existenz sozusagen ist, wo du was erfunden hast. Ich frame es vielleicht noch ein bisschen für alle, die die Expedition Arbeit noch gar nicht so lang kennen oder die ganzen Strukturen. Also
eine Aktivität der Community ist ja, mit der wir mehr wirksame Arbeit ermöglichen wollen, wertvolle Inhalte zu veröffentlichen. Und Ziel dabei ist eben, eine gewisse Art von Aufklärung, guten Ideen und klugen Köpfen eine Stimme zu geben. Und dafür gibt es zwei Hauptkanäle, den Podcast, wir nennen die auch Community Radio, und den Blog neuerdings auch, jetzt gewinnt an Aktivität, also wo man einfach lesen kann. Und im Community Radio, was ja ein Podcast ist, für Mitglieder, von Mitgliedern, haben die Mitglieder die Möglichkeit, punktuell oder regelmäßig Beiträge vorzuschlagen, einzureichen und die dann auch selber, sogar selber zu produzieren, wenn sie wollen. Und das nennen wir dann so Radiokolumne, ne? Vielleicht, um das, da wollte ich anknüpfen. Erzähl doch nochmal jetzt aber, es gibt diese Radiokolumne jetzt schon 6 Fälle, die in mehreren Folgen jeweils erschienen sind, also ist richtig viel Content entstanden, unter dem Namen Detektivin W, sag mal genau, wie der Untertitel heißt, damit ich hier nicht falsch zitiere. Und wie kam es dazu? Wie hat sich das entwickelt und was steckt dahinter? Ja, also die Kolumne heißt Detektivin W klärt auf. Mhm. Punkt, 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 was auch immer dann im Fall so vorkommt. Und also die Geschichte, irgendwas an dieser Community beizutragen, entstand bei mir schon 2021, als ich mitbekommen habe, dass das Community Radio immer mehr an Content produziert, Sachen macht, die ich richtig cool fand. Also ich habe immer sehr viel Spaß daran gehabt, an diesen ganzen Experimenten auch teilhaben zu können, die du ja stark vorangetrieben hast am Anfang. Dann sind spätere Leute in der Community mit eingestiegen. Und es war mir mega sympathisch. Und in 2022 war für mich klar, ich gründe ein eigenes Unternehmen als Beraterin für Organisationsgestaltung. Und es war auch klar, dass ich mir mehr Zeit nehmen möchte, bei Expedition Arbeit aktiv zu sein, weil ich gemerkt habe, im Vergleich zu den 5, 6 Jahren vorher, die ich irgendwie schon dabei war in dieser Community, da geht plötzlich was. Da geht mehr, da lässt sich vor allem auch mit meinen Talenten irgendwie was mit einbringen. Mhm. Und ja, dann habe ich dich gefragt, was man eigentlich machen muss, um mitzumachen. Und es war relativ einfach. Du hast gesagt, na, mach mal einen Vorschlag, ne, bring die Idee. Und dann habe ich irgendwie darüber nachgedacht und tatsächlich in der Entspannung ist es immer am einfachsten. Ich saß in der Sauna und plötzlich hatte ich diese Idee dieser Kriminalhörspiele im Kopf. Ja. Und plötzlich war klar, na, wenn du was gut kannst, dann ist es knifflige Fälle lösen, so als Beraterin. Ich liebe Krimis und ich liebe es zu inszenieren. Es war meistens eher Workshop-Formate oder Filme. Also ich kannte Radiobeiträge bisher nie, aber ich dachte mir dann, naja, einfach mal ausprobieren. Ja. Interessant. Das finde ich jetzt lustig, weil die Kreativität wird ja sonst immer klischeehaft auf die Dusche beschränkt. Die Erweiterung der Sauna jetzt noch. Ne? Aber beides vielleicht so Wellness-Orte, wo man die Gedanken schweifen lässt und wo dann was kommt. Ich will da nicht weiter darauf eingehen. Wir lästern immer ein bisschen in der Kreativbranche, dass da Leute schon ersoffen sind, weil sie sich gewartet haben, bis ihnen unter der Dusche irgendwas einfällt. Aber sehr schön, dass dir dann das eingefallen ist. Also auch die Geschichte natürlich, wie gesagt, man kann uns ja hier nur hören und nicht sehen. Ich habe schon so ein Grinsen im Gesicht, weil ich natürlich sowas ganz toll finde und deswegen auch schön, dass wir heute sprechen. Dass das so geklappt hat, da hat sich was entwickelt, ja, und in eine Richtung, wie wir vorher nicht wussten. Und tatsächlich war die Idee von dieser Community-Redaktion, dass es wirklich so was höchst Partizipatives ist, wo wir Experimente zulassen, die vielleicht, wenn du es jetzt für Kunden machen würdest, wo du selber nicht riskieren würdest, vielleicht, wo du sagst, oh, das ist jetzt vielleicht noch am Anfang irgendwie, na, ich weiß nicht, und was, wenn es schief geht, und natürlich kriegt man auch mal Kommentare, wie immer, wenn man in die Öffentlichkeit geht, wo man sagt, na, das ist jetzt aber nicht das Wahre. Du hast da aber mutig angefangen, aber jetzt erinnerst du dich vielleicht ein bisschen dran, wie das war, als du in die Expedition eingestiegen bist oder in diese Arbeit. Das ging ja wahrscheinlich auch nicht sofort reibungslos. Was hast du denn gedacht? Was waren denn so Dinge, die dafür sprachen und andere Dinge, wo du gedacht hast, ich weiß gar nicht, irgendwie wird das was? Und naja, erzähl mal ein bisschen die ersten Schritte, als du angefangen hast, tatsächlich zu produzieren. Also das Erste, was halt so ein Thema war, ist, ich muss irgendwie erstmal einen Startschuss machen. Ne? Es kann nie perfekt sein. Ich hatte ja keine Ahnung davon, was man da eigentlich so machen muss. Dialoge schreiben war mir auch neu, was ja am Ende bei so einem Hörspiel notwendig ist.
Und was mir da sehr geholfen hat, ist, dass ich damals so die erste Idee, die ich da hatte, mal kurz diktiert habe auf einer Audioaufnahme und habe die damals der Kerstin Pressler geschickt und habe gesagt, ich habe sie kennengelernt als jemand, der sehr kritisch ist und offen ist und mir auch klare Meinung sagt aus der Community heraus. Dann dachte ich mir, okay, ich brauche mal einen Spiegel. Ja. Also habe ich halt quasi ein Community-Mitglied gefragt, was natürlich auch ein Stück weit einordnen kann, passt das überhaupt in den Stil der Community etc., ne? Und die fand das cool, die hat gesagt, ich mache da auch gerne mit. Und damit war klar, ich bin jetzt schon mal nicht allein. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, dass du irgendwie jemanden hast, der die Idee an sich gut findet und der auch Lust hat, es zu unterstützen. Ne? Mhm. Also klar war, ich muss selber schreiben, das war jetzt nie so ihr Talent, aber ihr Talent war halt, alles, was ich geschrieben habe, so auf die Probe zu stellen, dass ich mir sicher sein konnte, da kommt was Sinnvolles am Ende bei raus. Und wo ich mir noch unsicher war, ist das wirklich geeignet? Und da habe ich ja dann in die Community auch so einen kleinen Pitch quasi für das Format mal gemacht und habe geguckt, wie finden denn die Mitglieder das? Weil ich brauchte so ein bisschen den Zuspruch sozusagen von der Community, um mich dann wirklich zu trauen. Und das hat total geholfen. Ja. Naja, und beim Prototypen ist es halt so, wenn du ein Hörspiel machst, brauchst du ja mindestens mal mehr als deine eigene Stimme. Kerstin war so nett, ihre Stimme quasi in einer zweiten Figur zu leihen und ich habe dann halt meine Frau überredet, kurzerhand, auch wenn sie das sowas überhaupt nie gerne macht, ne? Aber sie hat sich hergegeben, um einfach den Prototypen zu gestalten und das war halt extrem wertvoll. Also dass es Menschen gab, die gesagt haben, komm, ich finde die Idee cool, lasst uns das ausprobieren. Und das Schöne war halt, und das ist halt der Vorteil zu, wenn ich was Eigenes starte, außerhalb von so einem Community-Radio, du gehst ja davon aus, da ist eine Hörerschaft da. Das heißt, ich wusste halt, wenn, dann kann es irgendwie Feedback geben. Also es werden Menschen hören und im Zweifelsfall melden die sich dann schon zurück, wenn es total doof ist. Ja. Oder du siehst es dann bei den Zahlen, die runtergehen oder so, keine Ahnung. Ja. Aber du hast eine Chance auf Response, ne? Und die hast du ja nicht, wenn du bei Null startest so. Tatsächlich, ja. Also wenn ich drücke, ich hatte in den, keine Ahnung, Anfang der 2010er Jahre so meinen ersten Blog und da habe ich ein Jahr glaube ich, gesendet oder Artikel geschrieben und ich hatte quasi null. Also ich hatte nie einen Mensch, der darauf reagiert. Also vielleicht so ein paar Freunde, die dann mir sagen, aha, ich habe da was gesehen. Aber wenn du es dann auch an den Zahlen siehst, es war also wie so ein kontinuierliches Nichts. Und witzigerweise, wenn man jetzt die Statistik von dem Community-Radio anguckt, das war genauso. Also da war das irgendwie halt über ein Jahr quasi immer so, also ein Hauch von nichts. Wo man dann schon denkt, aber irgendwie weiß man das eigentlich aber auch schon. Und jetzt ist es so, das hat sich dann mehrfach um Faktor 4 oder 5 erhöht und ist jetzt auf so einem wirklich stabilen Level. Also vielleicht kann man es auch mal hier sagen. Also wir haben im Monat schon fünfstellige Hörerzahlen, teilweise bis 25.000 pro Monat Downloads. Das ist natürlich mainstreammäßig immer noch klein, aber für so ein quasi nicht gesponsertes Format doch schon ziemlich gut. Und das ist, glaube ich, auch der Reiz für viele jetzt zu sagen, okay, also ich meine, wie du sagst, es geht ja nicht darum, jetzt gleich weltberühmt zu werden. Vielleicht am Anfang ist man sogar froh, dass es noch nicht gleich in der Tagesschau kommt, der Prototyp. Aber man hat schon einen Reality-Check, ob das irgendwo überhaupt Gehör findet. Ne? Und das Schöne, wenn ich es noch so kommentieren darf, glaube ich, du kannst ja mal ein bisschen beschreiben, wie du das vielleicht allgemein siehst bei Expedition Arbeit oder bei der Zusammenarbeit mit den anderen dieser Redaktion, ist ja, dass wir auf der einen Seite alle einen hohen Anspruch, glaube ich, haben an Inhalte und an Qualität. Andererseits aber auch sehr wertschätzend und sehr achtsam miteinander umgehen, wenn Sachen halt in so einer Experimentierphase offensichtlich sind. Ja, also das finde ich schön und du hast ja ein bisschen, was du jetzt erzählt hast, hat ja auch dafür gesprochen. Naja, was ganz interessant war, ne? Nach dem Prototypen habe ich ja dann irgendwie gemerkt, also zum einen hat funktioniert, ich habe was fertig gekriegt und es wurde gesendet, das ist ja schon mal ein Riesenschritt so, also gerade wenn man keine Ahnung hat, muss man es erst mal fertig machen. Und dann kam halt in der Community selber erste Rückmeldung, dass es den Leuten gut gefallen hat. Und natürlich kamen auch Hinweise, wo jetzt die Qualität noch nie hinhaut, ne? Also gerade audiotechnisch war der Prototyp ja jetzt noch nie so sonderlich toll.
Da kam einfach viel Feedback, was mir geholfen hat, überhaupt erstmal einen Schritt weiter zu gehen. Weil wenn du nichts zurückkriegst, dann wirst du ja auch nie, woran du feilen sollst. Und das war halt mega wertvoll. Und dann war ja einer der ersten Schritte zu sagen, ich brauche eine Erzählerstimme. Also auch eine möglichst senore Stimme, also auch eher eine männliche Stimme, damit ich nochmal so einen Gegensatz zu meiner Stimme habe, die ja doch sehr oft vorkommt in dem Podcast. Ja. Und dann hat sich ja der Ralf Hase auch gemeldet und der ist ja bis heute dabei. Also auch das ist halt so in der Community, was ich sehr schätze, dass da auch eine große Verbindlichkeit da ist. Also wenn man mal was zusammen anfängt, dann kann man sich darauf verlassen, dass man zusammen arbeitet und das braucht's und ist ein Teil davon, warum der jetzt Podcast so trägt, weil ich eben die Möglichkeit habe, da auch in der Community immer wieder Leute zu finden, die das Format unterstützen. Ja. Sehr schön. Ja, es ist fast so ein bisschen, mir wird richtig wohl ums Herz, weil tatsächlich ist es schon so die Vorstellung gewesen, was du jetzt geschildert hast. Also A, Experimente sind erlaubt. Also Leute können etwas tun, was sie vielleicht woanders sich gar nicht trauen würden. B, man hat trotzdem gleich irgendwas, was eine gewisse Reichweite hat, also wo man auf jeden Fall irgendein Feedback bekommt. Und wir arbeiten ja, das Ganze gibt es jetzt 2,5 Jahre, 210 Podcast-Folgen. Und ich glaube, dieses Dranbleiben ist halt brutal wichtig. Also wenn du da 2 Fälle machst und dann ja aufhörst, ist, glaube ich, noch nicht so richtig zu sagen, was davon die Wirkung ist, sondern das wird sich erst ab 10 Fällen oder so, sage ich es mal so, weil ich hoffe, da kommt noch mehr. Aber es wird eine gewisse Konstanz bei diesen Sachen ist so ultra wichtig. Also tatsächlich, wenn du bei 0 anfängst, das habe ich bei meinen beiden Beispielen, die ich erwähnt habe, ja auch gelernt. Also dann brauchst du einfach eher Jahre oder ein Jahr, wenn du nicht dahinter natürlich einen Mega-Booster hast, wenn du nicht schon einen großen Namen oder irgendwas hast, was anderes. Aber das ist ja ein anderes Prinzip. Wenn du jetzt so zusammenfassend sagen würdest, du hast so ein Experiment gemacht, ein Podcast-Experiment in diesem Fall. Was hast du denn daraus jetzt wirklich für dich gelernt und was würdest du mit anderen teilen? Also auch vielleicht mit Leuten, die noch nicht mehr in der Community sind, aber sich dafür interessieren und denken, oft ist ja die Frage, was habe ich denn jetzt davon? Also kann ich denn da machen? Und du bist ja so ein Beispiel dafür. Aber was, dieses Learning, wenn du dies zusammenfassen würdest, was wäre das? Also zum einen konnte ich einfach mal loslegen, so wie du es beschrieben hast. Ne? Du hast wie so ein Spielfeld, auf dem du einfach mal was spielen kannst, ohne dass du das Spielfeld selber schaffen musst. Das fand ich super. Und ich habe auf LinkedIn ja dann irgendwie dafür auch ein bisschen Werbung gemacht in meinem Netzwerk und da kam halt relativ schnell dann auch der Wunsch, ich will mehr Fälle hören. Und da die Fälle ja als Kolumne immer in vielen Inhalten der Community versteckt sind, war dann halt schnell klar, na okay, dann muss ich jetzt einen eigenen Podcast machen und so funktioniert es jetzt immer. Ne? Also wir haben immer quasi so eine Exklusivität im Community-Radio und danach kann ich es auf meinem eigenen Podcast bereitstellen. Das hätte ich nie im Leben gemacht. Wenn quasi diese Entwicklung nicht stattgefunden hätte, weil ich hätte mir das gar nicht zugetraut. Was ich festgestellt habe, ist, Podcasten kann man sehr schnell tun, weil es gibt ganz viele Tools etc. Man kann auch relativ schnell Dinge selber lernen. Das Ganze aber zu einer guten Qualität zu entwickeln, braucht Zeit. Also bei mir war halt so irgendwann der Anspruch da, ich mache jetzt mal ein Stimmseminar, weil wenn ich hier, ich sag mal, mindestens alle 2-3 Monate so einen Fall inszenieren will, dann werde ich das öfter machen, da muss mehr Professionalität in die Stimme, ne? Jetzt ist es so weit gegangen, das ist aber meine eigene Investition, dass ich quasi professionell jemanden schneiden lasse. Weil ich am Anfang habe ich selber geschnitten, es hat einen Haufen Zeit gebraucht, die jetzt in meine Kundenprojekte fließen muss, ne? Wo ich sage, nee, dann kann ich mir jetzt aber auch jemanden leisten, weil die Selbstständigkeit ist angelaufen. Ne? Also das ist auch so ein Prozess, wo man dann, glaube ich, auch immer mal gucken muss, lohnt sich das für mich? Und ich werde das öfter mal gefragt, lohnt sich das für dich? Und bei jetzt speziell bei mir ist es so, dass das jetzt noch nie den riesen Marketing-Effekt hat, aber es hat einen Effekt auf mich, weil jede Produktion, jedes Hörspiel ist wie sozusagen eine Lernreise, weil ich ja diese Fälle, die sind ja nie immer real, sondern manchmal kommt nur die Inspiration aus dem realen Beraterleben und dann muss ich so eine Ermittlung ja immer wieder machen. Also du machst quasi immer wieder so einen Beraterauftrag, löst den Fall und dabei lerne ich viel, vor allem mit den Menschen, die ich dann als Stimmen mit reinhole. Also es ist auch so, dass ja dort niemand professioneller Sprecher ist. Das heißt, ich lerne Leute kennen,
die ich dafür interessieren kann, das immer reinhören, dann finden die das cool und mhm. wenn mir die Stimme gut gefällt, dann frage ich sie natürlich, ob die mitsprechen wollen. Mhm. Ja, ist cool. Und beziehe die auch ein. Also ich bin sowieso so ein Typ, der gern co-kreativ arbeitet. Mhm. Und das ist echt auch ein Schlüssel. Also wenn man will, dass andere mitmachen, ohne dass man sie bezahlt, lässt man sie halt mitgestalten und dann funktioniert das auch. Und das ist eigentlich das größte Learning daraus. Am Tippeltappeltor, ne? Man muss auch ein bisschen fehlertolerant mit sich selber sein bei sowas. Das ist klar. Also perfekt ist es nicht am Anfang. Ja, also das Wort dieser Lernreise, das ja auch schon ein bisschen ausgetrampelt ist, es gilt schon. Also wir haben Talente und bei manchen sind sie schon offensichtlich da und manche entwickeln sich tatsächlich mit der Community. Das ist doch herrlich. Und natürlich lernt man eben zusammen auch am besten. Das ist, glaube ich, relativ klar. Du hast es jetzt mehrfach in verschiedenen Stufen erwähnt. Also dieses Tandem, dieses Spiegelung von jemand, der vielleicht auch eine andere Stärke hat. Und dann eben jetzt deine ganz konkreten, auch technische Dinge, ne? Wie geht man die? Mhm. Wir haben jetzt vorhin auch schon wieder vor 2 Jahren wären wir verzweifelt. Jetzt haben wir einfach nochmal die Rechner neu gestartet. Dann ging das irgendwie, man weiß nicht genau warum. Jetzt klappt's. Toll. Lass uns noch einmal den Blick weiten zum Schluss. Wenn du hast jetzt Fall 1 bis 6, kann man alles nachhören. Expedition Arbeit findet man bei allen großen Podcasts, natürlich auch auf Detektivin W. Ist auch gut findbar im Internet. Aber wenn du jetzt mal so zurückschaust, wie ist diese Entwicklung von Fall 1 bis 6? Hast du schon ein bisschen geschildert? Vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassen, was da die größten Veränderungen waren. Und wo könnte denn die Reise jetzt so hingehen, ohne dass du natürlich irgendwas verrätst, weil es sind ja alles auch immer mysteriöse Krimi-Geschichten. Also ich glaube, so die Reise bisher war halt rauszufinden, wie gelingt es mir kontinuierlich immer wieder auf eine Idee zu kommen für einen Fall und natürlich auch dieses Skript werden zu lassen. Und da ist es halt echt hilfreich gewesen, gerade in Fall 4 und 5, dass ich jeweils Impulse von anderen hatte und dann so Tandem-Ermittlungen stattgefunden haben. Mhm. Dann habe ich festgestellt, nach diesen 2 Tandem-Ermittlungen, da war auch so das Feedback, das ist viel cooler, wenn so mehrere Personen sprechen und wenn du mit jemandem zusammen ermittelst. Und dann dachte ich mir so, ich will aber jetzt nie in so einen Zwang reinkommen, jetzt jedes Mal mit einem anderen Beraterkollegen zusammenarbeiten zu müssen. So, ne? Und da bist du dann immer wieder dabei zu überlegen, was machst du jetzt mit deinem Format, wie geht's weiter? Ja. Dann war in Fall 6 das ganz cool, dass jemand aufgetaucht ist, wo sich das dann durch das Thema, was mir als Idee kam, auch angeboten hat, eher in so ein Sparring zu gehen. Also da ist der Auftraggeber quasi gleichzeitig der Mitermittler. Mhm. Das ist auch ein Spiegel meiner Arbeit, weil so arbeite ich ganz oft mit meinen Kunden. Mhm. Von daher hat sich das angeboten und das ist ja auch ein Stück weit das, was in den Hörspielen natürlich ein Stück weit schon präsent werden soll, wie ich so arbeite in meiner täglichen Arbeit. Mhm. Und ja, Fall 7, Fall 8, ich habe gerade das Problem, dass ich keine Idee habe für Fall 7. Ne? Also ich bin gerade genau dabei, dass ich jetzt schon einen Termin habe. Sowas war früher nie so. Jetzt ist aber so, dadurch, dass ich mit jemandem professionell schneide, der das auch professionell aufnimmt, habe ich gesagt, wir müssen ein Aufnahmedatum festlegen. Das heißt, in Fall 7 werde ich das erste Mal gegen eine Deadline schreiben müssen. Das wird spannend, weil bisher war das für mich gut, ohne Druck zu schreiben. Also da war ich besser im Flow. Mal gucken, was so passiert. Und was jetzt auch gerade sehr interessant ist, ich habe bei LinkedIn einen Aufruf gemacht, dass ich gerne den Fall 1 einfach nochmal neu aufnehmen will. Und da kamen so viele Rückmeldungen von Frauenstimmen, von Damen, die sich gemeldet haben, dass ich so eine Liste von Frauen habe, die jetzt auch mal für mich sprechen würden. Das finde ich gut. Also damals war es einfach eine Auftraggeberin, die ich gesucht habe. Das heißt, jetzt komme ich langsam in so eine Situation, dass es ein paar mehr Menschen gibt, die schon sozusagen auf so einer Liste stehen, die ich mal mit einsetzen kann. Großartig. Und dadurch entsteht jetzt gerade bei mir so ein bisschen die Idee, naja, will ich dann mal mit mehreren Rollen in so einem Hörspiel arbeiten, aber da muss ich sehr genau aufpassen, dass der Aufwand nie explodiert. Also das muss man ja nebenbei schaffen und es wird irgendwann auch echt teuer, wenn ich das zu groß mache, weil ein bisschen was muss ich dann schon bezahlen irgendwie für ein paar Unterstützer und das will ich natürlich klein halten. Also, aber ich denke, was entscheidend ist, ist das, was du vor uns gesagt hast. Ne? Am Anfang merkt man gar nicht so sehr die Effekte, aber ich habe so viel Spaß daran, das zu machen, dass mein größter Wunsch ist, dass ich mir das quasi im Arbeitsalltag erhalten kann. Mhm. Also dass ich mir regelmäßig die Zeit dafür nehmen kann, so eine Inszenierung zu machen. Ja. Und das denke ich schon, dass das passieren wird. Ja, sehr schön. Ich habe gestern auch mit einem Mitglied so ein längeres Gespräch gehabt, der so die ganze Expedition
gespiegelt hat. Und da habe ich auch dieses Bild wieder gemeinsam mit ihm entwickelt, dass diese Motive, die wir alle haben, also diese Hunderten von Mitgliedern, die haben ja alle verschiedene Motivkonstellationen. Ich habe mir so vorgestellt, jeder hätte so einen QR-Code sozusagen und da sind dann die verschiedenen Farben vielleicht, es gibt ja nur schwarz und weiß, aber die verschiedenen Motive auch verschieden groß. Ja, also der eine, wie du jetzt sagst, ist einfach diese kreative Spaß, den man da mehr ausleben kann, als wenn ich es nicht hätte oder wenn ich es nur alleine machen könnte, dann lernt man natürlich ständig, dann hast du noch einen gewissen Marketing-Effekt logischerweise und diese Kombination finde ich schon irgendwie ziemlich stark und ich glaube, da steckt ein Riesenpotenzial drin. Also mich würde es freuen, wenn die Leute also A, auf dich zukommen natürlich und vielleicht auch sagen, ich habe zum Beispiel noch Fälle, also wenn du jetzt gerade einen Fallstau hast sozusagen, Writer's Block, das wäre jetzt ein Aufruf. Ich weiß nicht genau, wann deine nächste Deadline ist. Wir nehmen heute am 10. November auf. Weißt du schon, wie lange hast du noch Zeit, um den Fall zu formulieren? Ich muss schnellstens mal anfangen mit Schreiben. Aber ich nehme immer Ideen entgegen, weil es ist ja gut, wenn die Fälle wirken können. Ja, genau, also nächstes Jahr gibt es bestimmt 4-5 Fälle, die wir produzieren werden. Also das ist mein Aufruf. Und das andere hat jetzt Anja ja lebhaft beschrieben. Man kann ja immer sich melden, wenn man Bock drauf hat. Keine Ahnung, vielleicht gibt es mal eine Gastfolge, die jemand anders für dich einfach aufnimmt, nach demselben Prinzip. Also ne, wir hatten ja schon, das ist ja das Schöne, dass man ja unheimlich kreativ werden kann. Also ich finde es toll und ich sage danke für deinen Einsatz. Auch, dass du heute hier dass du für alle mit mir gesprochen hast. Weil das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir noch klarer machen, den Mitgliedern und den Nurhörern oder den vielleicht zukünftigen Mitgliedern, was da so alles möglich ist und wie es praktisch funktionieren kann. Und naja, das war jetzt nicht immer alles nur einfach, bis du dahin gekommen bist. Also hast dich auch überwinden müssen. Aber es ist jetzt schon für mich so ein Beispiel, was da so geht. Ja, danke. Es war auch schön, mal darüber zu sprechen. Und ich kann auch jedem nur sagen, man kann klein anfangen. Und ich glaube, was der Vorteil jetzt ist, im Vergleich zu vor einem Jahr. Es gibt relativ viele erfahrene Leute in der Community, die sowas schon ein bisschen gemacht haben. Ja. Das heißt, wenn man eine Idee hat, muss man es auch nie immer selber machen, sondern hat vielleicht andere, die einem beim Produzieren helfen oder so. Also ich glaube, dass da einfach auch so ein Team da ist, ne? Wo man halt auch, wenn man jetzt vielleicht nie so Schreibtalente hat, wie ich das jetzt gerade hier in dem Fall mit ausleben kann, dann kann man trotzdem eine Idee umsetzen. Ja. Und das macht halt Spaß. Genau, also gemeinsam kann man tatsächlich mehr hinkriegen, weil die Talente ja dann zusammengefügt vielleicht so ein schönes Puzzle auch wieder ergeben und für den einen ist es halt ein Riesenstress, was aufzuschreiben oder was aufzunehmen oder sich mit Video zu zeigen und für den nächsten ist es selbstverständliches Geschäft und man freut sich richtig drauf und dann nimmst du den halt als Actor sozusagen, ne? Und das ist eigentlich auch noch ein Verständnis, wo wir dann wieder, da kann ich jetzt mich wieder gerne anbieten. Ich denke, ich kenne die meisten Mitglieder, kann ich irgendwie einordnen und kann da eben auch dieses Matching herbeiführen. Und ich glaube, je länger man dabei ist, desto mehr weiß man das eben auch schon. Man hat dann die Leute ja auch live auf den Community-Events getroffen und dann sagst du schon, naja, da war jemand, der ist irgendwie, das ist doch eine Rampensau. Vielleicht hat er da Bock oder der hat eine tolle Stimme oder was weiß ich. Oder der hat damals schon erzählt, dass er und so weiter. Also ganz toll, ein echtes Community-Highlight. Ich danke vielmals für diesen Blick in die Redaktionsräume, die ja virtuell überall im ganzen deutschsprachigen Raum sind. Anja Wittenberger, vielen Dank, dass du da warst und wir werden dich noch öfter hören. Wir sind sehr gespannt jetzt auf Fall 7, der unter Hochdruck entsteht und wer sich dafür interessiert, kann einfach Anja selber kontaktieren oder info@expedition-arbeit.de einfach seine Ideen einspielen, dann werde ich die weitergeben. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. Ja, 6 Fälle mit jeweils mehreren Folgen hat Anja schon über das Community Radio veröffentlicht. Auf ihrer Website gibt es eine Unterseite, wo ihr alle Folgen auf einen Blick sehen und dann entsprechend durchforsten könnt. Den Link findet ihr in den Shownotes. Es sind diese Momente des Gelingens, die diese Arbeit für die Expedition so wertvoll für mich persönlich machen. Ich liebe es einfach, wenn Mitglieder ihre Talente entfalten können, zum Beispiel im Community Radio, aber auch als Blogger, Moderatorin, Ideengeber oder TippgeberInnen. Neben Anjas Kriminalkolumne kennen die Stammhörerinnen und Hörer sicher noch einige der regelmäßigen Kolumnen. Alexander Jungwirts Linzer Worte, den gelegentlichen Bericht aus Bonn von Manfred Brandstätter, das Business-Trainingslager von Ex-Hockey-Nationaltrainer Stefan Kermas, die Serie Organisationsentwicklung und Nachhaltigkeit von und mit Kerstin Bressler und das hoffentlich nach dem Erscheinen von Ralf Haases Buch wieder zurückkehrende steuerfachliche Quartett von Ralf. Und nicht zu vergessen die brandneue Serie
die mit der Komplexität tanzen, von Axel Gundolf und Dirk Schulte. Und das sind nur einige Formate, hinter denen ein oder mehrere Mitglieder und ganz tolle Community-Stories stecken. Und ich habe das Gefühl, da steckt noch viel, viel mehr Potenzial drin, wenn ich mir überlege, welche talentierte, interessierte und neugierige Menschen auf der Mitgliederliste stehen. Wenn ihr also Lust auf Podcast habt, wenn ihr ein cooles Thema für eine Kolumne oder einen Einzelbeitrag mit vielen Leuten teilen wollt, aber den Aufwand der Produktion und Distribution scheut, dann meldet euch. Wir besprechen dann, wie das inhaltlich und organisatorisch läuft und kümmern uns um den technischen Teil. Parallel zum Podcast formiert sich gerade das Blog-Team. Hier wird es bald Informationen geben, wie man das als Autorin oder Autor mitgestalten kann. Danke von meiner Seite noch einmal an Anja und alle anderen Mitglieder der Community-Redaktion, die im Laufe der letzten 3 Jahre einen unglaublichen Schatz an guten Beiträgen geschaffen haben. Auf ganz viele weitere Experimente und Lernreisen. Zum Ausklang haben wir noch 3 abschließende Tipps in Sachen wertvolle Inhalte in petto. Zum einen das Miro-Board zur letztens abgehaltenen Online-Session Nicht ganz sauber, bei dem wir über Green, Pink und Changewashing im Allgemeinen diskutiert haben. Das virtuelle Whiteboard in seinem noch unfertigen und gerne von euch zu ergänzenden Zustand steht Mitgliedern über unser Community-Intranet Moin zur Verfügung. Zu finden dort über den Menüpunkt Gruppen und dann in der Gruppe Miro-Boards. Eben dort findet ihr auch ein weiteres Miro-Board, nämlich das zum Thema Verantwortung in Organisationen. Das hatte ich ja schon in der letzten Sendung mit euch geteilt. Ich habe dazu aber jetzt noch einen wirklich sehr lesenswerten Blogartikel von Daniel Dubbel gefunden. Daniel arbeitet unter anderem für die IT-Tochter der Deutschen Bahn, DB Systel, und schreibt immer wieder auf seinem Blog Inspect and Adapt. Der Artikel, der in den Shownotes verlinkt ist, trägt den Titel Ich bin lieber nicht verantwortlich. Und wenn wir gerade bei den Empfehlungen sind, ein wirklich hervorragender Podcast ist der von der Unternehmensberatung 1789 herausgegebene Podcast Corporate Therapy. Mary Jane Bolton, Human Nagafi und der vielen HörerInnen sicher bekannte Patrick Breitenbach, er war in der Sendung 167 hier zu Gast, laden immer wieder sehr kompetente Gäste ein. Zuletzt war das der Saarbrücker Forscher Martin Schröder und die Folge mit dem Titel Generation What von der Faulheit junger Menschen und der empirischen Wirklichkeit räumt mal so richtig mit dem Mythos Generation Z und Konsorten auf. Sehr erfrischend und absolut hörenswert. PS, ganz bescheiden sei darauf hingewiesen, dass der fabulöse Entmythifizierer Stefan Knecht die Generationenmode schon in der Sendung Nummer 22 im April 2021 dekonstruiert hat. Ihr findet diese Folge unter dem Titel Mythos Generation XYZ auf allen Podcast-Plattformen. Und jetzt wird's, naja, ein bisschen feierlich. Ich versuche, das Pathos in Grenzen zu halten. Diese Sendung, die Nummer 212, entstand im Zeitraum 15. bis 19. November 2023. Vor ziemlich genau 3 Jahren, am 16. November 2020, erschien die allererste Sendung. Sie trug den Titel Unternehmerisches Denken für alle? Lief noch als das Intrinsify Mitgliederradio und war fast genau 30 Minuten lang. Schon damals im Radio-Magazin-Format, noch ohne die Sprecherinnenstimme von Steffi Mracharz. Ich habe gerade kurz reingehört. War gar nicht so schlimm. Aber was für ein Trip. 36 Monate, 212 Sendungen, unzählige Gäste, noch mehr Beitragende aus der Community-Redaktion. Parallel dazu knapp 100 Online-Sessions und seit Mitte 2022 auch wieder 7 Basecamps und etwa genauso viele Meetups unter dem Banner der Expedition. Ein riesengroßes Dank an alle, die bisher dabei waren und herzlich willkommen an alle die, die auch mit uns auf Reise gehen wollen. Ich habe mehr Lust denn je, ab 2024 auch mit einer steigenden Zahl von Unternehmen, die uns unterstützen, mit euch da draußen für mehr selbstbestimmte, sinnstiftende und wirksame Arbeit zu kämpfen. Aus dem windigen Freiburg grüßt am Expeditionsmikrofon euer Florian Stettler und wünscht sich von euch, bleibt gesund, bleibt positiv und bleibt dran.